Sascha Filmobert GX hier mit der Sonostar Smartwatch. Die haben wir zum ersten Mal schon im Oktober oder November, glaube ich, war es letztes Jahr, hier auf der Messe in Taipei gesehen. Jetzt können wir sie endlich ausprobieren. Damals waren wir noch unter Glas, also kamen wir nicht dran. Ich habe sie schon ausprobiert und zwar habe ich eine jetzt auch schön hier bei mir am Handgelenk drauf. Und da könnt ihr schon sehen, das Watchface sieht ein bisschen anders aus. Das liegt vor allen Dingen daran, wir haben gerade mit der App, mit dem Smartphone, das damit verbunden ist, ein Foto gemacht und haben es hier rüber geschickt. Aber was ich euch jetzt mal zeige, ist so, was könnt ihr alles damit machen. Ihr seht schon, erstmal denkt ihr, ist ja wieder kein Touchscreen. Nee. Erstmal auf. So. Jetzt starte ich einfach mal Music. Und was passiert? Wir haben hier neben noch ein Smartphone. Da wird dann die Google Play Music App gestartet. Und die könnte ich jetzt hier ganz normal mit kontrollieren. Ne? Und vor und zurück und Pause machen und wie auch immer. Ne? Wir gehen mal wieder zurück hier. Dann habe ich auch noch zum Beispiel eine Find-Funktion. Also ihr könnt die zusätzlichen Applikationen, da seht ihr, das Telefon rappelt dann sofort. Dann wisst ihr also immer, wo euer Smartphone ist. Ich mache das mal gleich wieder aus, ansonsten ist es ein bisschen nervig wahrscheinlich. Ihr könnt über die entsprechende App, die jetzt hier von Sonostar ihr runterladen könnt, für Android alle möglichen verschiedenen Funktionen und natürlich auch zusätzliche Apps draufpacken. Hier ist noch eine für Golfer, da wird wahrscheinlich gesagt, wie der Golfplatz aussieht und wie weit ihr es noch bis zur Fahne hat. Ich gucke mal hier, diese Sports-App ist die installiert. Da gehen wir mal drauf. Aber dann geht man ganz schwer davon aus, dass es irgendwie so ein Pedometer und so weiter ist. Nee, die ist leider noch nicht installiert. Also hier würden wir sie sehen. Guck mal, und dann bekommt ihr dann hier entsprechend diese gesamten Anzeigen. So, und guck mal, dann habe ich das jetzt hier auch entsprechend dupliziert. Also, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, ich habe das Telefon irgendwo und kann dann zusätzlich einfach mal alles abrufen hier mit der Sonostar Smartwatch, die übrigens ein gebogenes E-Paper bzw. E-Ink-Display hat, was natürlich sehr, sehr schön abzulesen ist im prallen Sonnenlicht. Und ansonsten sich eigentlich, ich will es nicht sagen Handspeichler, ist es auch nicht klein, aber recht schick aussieht eigentlich. $179. Wird erstmal nur mit der App für Android verfügbar sein, ist jetzt auch schon verfügbar. Akkulaufzeit zwischen 3 und 5 Tagen, kommt natürlich darauf an, wie häufig ihr die nutzt. Aber schönes Ding, wie gesagt, insbesondere für draußen, das ist die Sonostar Smartwatch. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.